Ja, und es lässt sich nicht mehr leugnen, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Und das betrachte ich persönlich mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge. Weinend, weil ja, die Badesaison ist rum. Aber das lachende Auge, weil für mich der Herbst neben dem Frühling die schönste Jahreszeit ist. Wenn langsam die Blätter sich verfärben, die ganze Natur verändert sich so extrem. Und da macht es natürlich Spaß, rauszugehen in die Natur. Und das nicht nur im Herbst, das macht auch im Winter und im Frühling Spaß. Aber jetzt steht der Herbst vor der Tür. Und wenn man dann mal weite Strecken auch erleben will, und zwar hautnah bei der Natur, dann ist Wandern nicht unbedingt das Richtige, sondern Radfahren. Und heute haben wir ein Produkt für Sie mit dabei, was das Radfahren wirklich für jeden möglich macht, auch wenn die Knie mal ein bisschen zwicken, weil das hier, Sabine, ist ein Rad der besonderen Art. So ist es, genau. Und ich gebe dir völlig recht, der Herbst macht nämlich wieder Lust auf Sport. Die heißen Temperaturen sind vorbei. Jetzt gehen wir wieder raus, genießen die frische Luft und haben wieder Lust aufs Fahrradfahren. Und mit diesem E-Pedelec können Sie ganz unbeschwert alle Wege meistern, die Ihnen bevorstehen. Und Sie brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen, dass es irgendwie anstrengend ist, dass es irgendwie schweißtreibend ist. Denn Sie bestimmen nicht nur Ihr normales Tempo, sondern in dem Moment, wo Sie Hindernisse haben oder wo Sie vielleicht den Berg auffahren müssen, schalten Sie Ihr E-Pedelec ein und dann trägt das Fahrrad Sie wie von Zauberhand sozusagen mit leichter Kraft nach vorne und Sie sind wirklich richtig schnell und aktiv. Hier gucken wir uns das Fahrrad mal an. Es sieht nicht nur schick aus, es ist leicht, es ist handlich, es ist auch klappbar. Das heißt, Sie können es ganz problemlos auch mitnehmen auf Reisen. Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Gucken Sie sich mal das schicke Design an. Also das ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Und ich finde das wirklich jetzt die richtige Zeit, genau jetzt, wo der Herbst anfängt. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Und jetzt können wir uns wieder auf die Fahrradtouren begeben und vielleicht das Auto dann doch mal stehen lassen. Ja, Sie haben das sicher schon bemerkt, Radfahren liegt voll im Trend. Wenn Sie mal draußen waren, man sieht überall und Sie mit Sicherheit auch Fahrräder und vor allem immer mehr Pedelecs, also elektronisch oder elektrisch unterstützte Fahrräder. Und da haben Sie mit Sicherheit auch schon drüber nachgedacht, soll ich nicht. Ein großes Hindernis ist normalerweise natürlich der Preis, weil solche Pedelecs fangen oft erst mal bei weit über 1.000 Euro an. Ich habe sogar schon Modelle gesehen für 4.500 und 5.000 Euro. Und da muss ich sagen, da kaufe ich ein Auto da für das Geld, auf, ja. Aber kein Fahrrad. Nee, ja. Aber jetzt schauen wir auch mal hier bei uns auf den TV-Sonderpreis. Erstmal ein Blick auf Pearl.de, damit Sie wissen, was Sie als Pearl-TV-Kunde wieder sparen. Da sehen wir es, 599,95 €. Aber der TV-Sonderpreis ist noch mal 30 Euro günstiger. Exklusiv natürlich für Sie als unseren Pearl-TV-Zuschauern. Das kommt vormontiert und versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür. Und Sabine, bei diesem Preisgefüge ist es, glaube ich, auch problemlos möglich, sich gleich zwei zuzulegen, damit man dann auch zu zweit die Freuden der Natur erleben kann. So ist es. Das würde auch wirklich Sinn machen, denn es nützt ja nicht so wirklich viel, wenn Sie alleine losfahren. Es macht ja viel mehr Spaß zu zweit und deswegen ist der Preis einfach super und da können Sie heute wirklich zu zweit davon profitieren. Ich möchte gerne noch mal auf diese Geschwindigkeit und auf die Kraftlosigkeit sozusagen, die Ihre Gelenke schont, jetzt eingehen. Das heißt, Sie werden in Zukunft keinen schweißtreibenden Fahrradtour mehr haben müssen und Sie schonen Ihre Gelenke, Sie schonen Ihren Rücken, denn das Fahrrad trägt Sie, wenn Sie auf die Elektroschaltung gehen, wie von selbst. Und ich habe schon jetzt einige Male erlebt, dass ich von älteren Herrschaften so straff überholt worden bin, dass ich dachte, also mit meinem normalen Fahrrad, dass ich dachte, wow, die sind aber fix unterwegs. Sehr beeindruckend. Es kursieren mittlerweile die Redewendungen von den rasenden Rentnern. Da sind genau die gemeint. Und das ist ja gar nicht negativ gemeint, das ist positiv. Früher, ich weiß das noch, auch schon als Jugendlicher, da hat man sich über die lahmen, ich sage jetzt mal, älteren Leute auf dem Fahrrad immer geärgert, weil man da nicht richtig überholen konnte. Das stimmt. Das hat sich geändert. Und was ich schön finde, ist eben die Bewegung, die ist immer gut, aber die Kraftanstrengung, die kommt ja vom Motor im Fahrrad. Und dementsprechend werden all meine Gelenke geschont. Genau, mit einem 24-Volt-Akku, der auch für 28 Kilometer reicht, wenn Sie denn nur im E-Modus fahren. Aber Sie werden ja auch ganz normal treten, denn Sie wollen sich ja bewegen, gesund bewegen. Und was du gerade gesagt hast, finde ich auch ganz, ganz spannend, denn früher war es tatsächlich so, Großeltern haben gar nicht mehr den Wettlauf mit den Enkelkindern gemacht mit dem Fahrrad und gesagt, nee, das hat keinen Sinn, das schaffe ich sowieso nicht. Aber jetzt können sie sich mit ihren Enkelkindern sozusagen messen und anlegen und sagen, das schaffe ich wohl, denn mit meinem E-Bike, mit meinem E-Pedelec, da kann ich sehr wohl mithalten und dann können sie sich mal auf einen kleinen Wettkampf einlassen. Ja, Wettkampf und den wird man dann langfristig auch gewinnen. Kurzfristig sind die Jungen ohne Pedelec mit Sicherheit ein bisschen schneller, die geben Gas, aber dann lässt die Kondition nach und dann können sie lächelnd an ihnen vorbeifahren.
Aber ich erinnere mich auch noch an meine Jugend. Wir Kinder, wir waren ja drei Kinder, wir sind immer vorausgefahren. Ja. Und dann hat man irgendwann mal irgendwo angehalten und gewartet und hat gesagt, kommt ihr lahmen Esel auch schon langsam. Ja? Genau. Hat halt die Eltern und auch die Großeltern ein bisschen hochgenommen. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei durch diese Pedelecs. Jetzt sprechen wir aber auch mal von was anderem. Und zwar, ich habe von vielen gehört, die diese Fahrräder zum Beispiel mitnehmen auf den Campingplatz. Das macht ja auch sehr viel Sinn. Das macht sehr viel Sinn, denn dieses Fahrrad ist klappbar, ist ganz schnell und ganz einfach handlich verstaubar auf kleinstem engen Raum. Das heißt, Sie sind immer mit diesem Fahrrad, Sie ist egal, wohin Sie fahren, Sie haben es immer dabei. Sie müssen nicht erstmal irgendwo zu einem Fahrradausleih, zu einer Fahrradleihe fahren und sich irgendein fremdes Fahrrad ausleihen, sondern Sie nehmen Ihr eigenes mit auf Tour. Sie können im Campingurlaub, Sie können im normalen anderen Urlaub, auch wenn Sie im Hotel sind, Sie haben es dabei, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, weil es eben klappbar ist. Und das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das finde ich eben wirklich richtig, richtig praktisch. Selbst wenn Sie zwei Fahrräder mitnehmen, die sind wunderbar und einfach verstaubar. Ja, in jedem Mittelklassewagen oder im Wohnmobil sowieso, Wohnwagen sowieso. Auch, ohne Zusatzgarage oder Anhänger oder ähnliches. Was unsere Zuschauer natürlich auch brennend interessieren wird, weil wir hier ja bis zu 25 Stundenkilometer schnell sind, brauchen das wir einen Führerschein oder Versicherung oder sonst was? Brauchen Sie gar nicht. Komplett Führerschein, versicherungsfrei, 25 km/h ist aber die Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon richtig schnell. Also das hört sich jetzt für einen Autofahrer vielleicht nicht so schnell an, aber für einen Fahrradfahrer, Sie werden wirklich beeindrucken, wenn Sie das richtig ausreizen, dann können Sie richtig Eindruck hinterlassen damit. Ja, mit Sicherheit Eindruck, nicht nur bei Ihren Enkeln. Letztes Jahr war ich in einer Straußenwirtschaft. Ich weiß nicht, ob im Badischen gibt es was, Straußenwirtschaften. Mir sagt das was, ja. Die eigene Produkte verkaufen. Ich bin da gesessen, schönen Wurstsalat gegessen, einen badischen Wurstsalat und dann kam ein Ehepaar mit dem Fahrrad und er war komplett durchgespitzt und am Keuchen und sie war so ganz entspannt, ach, wir trinken jetzt einen Weinschorle, hat sie dann bestellt. Und dann habe ich mal gesagt, sag mal, ihr seid doch, ich habe sie dann angesprochen und gesagt, Sie sind doch beide mit dem Fahrrad gekommen. Sie sagte, ja, aber ich habe ein E-Bike. Ja. Und dann habe ich gesagt, aha, gut, so kann man es natürlich auch machen. Der Mann strampelt sich zu Tode und die Frau fährt mit ganz wenig Kraftaufwand mit. Und das ist aber das Schöne, dass ich ohne Kraftaufwand auch mit Sportlern mithalten kann. Das war dann aber tatsächlich gentleman-like. Das muss ich jetzt ja mal sagen, ja, dass er dann geschwitzt hat und die Dame konnte eben wahrscheinlich bis zu 25 km/h locker leicht vor sich hin radeln und konnte dann eben da ohne Schweißperlen sich in die Wirtschaft setzen. Hier sehen wir nochmal dieses hochwertige, schicke Design, auch mit den Reflektoren, ganz, ganz schön verarbeitet auch, die Speichen und natürlich auch unsere gesamte Montur. Und was wir jetzt auch nochmal sehen könnten, ist, wie das Ganze verpackt wird, wie wir das Ganze auseinander und wieder auch zusammenbauen können. Denn das ist wirklich ein echter Vorteil für Sie, wenn Sie unterwegs sind. Und das ist nicht nur, dass es ein E-Bike ist, sondern eben auch, dass Sie es klappbar in Ihren Kofferraum oder in Ihren Wohnmobil packen können. Und das eben auch, wenn Sie beide Fahrräder haben. Und das Auf- und Abbau, das hier geht wirklich keine Minute, egal wie geübt Sie sind. Sie sehen, auch Damen, auch die Damenwelt, das ist ja auch ganz wichtig, kann das handeln ohne Probleme. Und jetzt können wir ja mal die Zeit stoppen, wie lange das geht, bis das Fahrrad wieder komplett fahrbereit ist. Richtig, ganz genau. Und das ist eben so schön, dass Sie wirklich anhalten können, wo immer Sie wollen. Und Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen. Ach, ist das vielleicht zu schwer? Wer weiß, was unterwegs für eine Steigung kommt? Schaffe ich das vielleicht noch? Ist das zu anstrengend? Muss ich aufgeben? Alles sozusagen Vergangenheit. Denn Sie können genau in dem Moment, wo doch eine Steigung kommt, die Sie sich nicht zutrauen, schalten Sie einfach auf den E-Schalter und das Fahrrad trägt Sie wie von selbst. Und das finde ich eben so toll. Das heißt, wir können einfach auch wieder mutiger, einfach spontan irgendwo anhalten und müssen nicht langfristig die Wege erstmal ausmessen und abfahren, um zu wissen, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Sie werden es schaffen. Ja, viele meiden ja auch gewisse Radtouren. Ganz eine einfach. Minute war das jetzt. Hast du auf die Uhr geschaut? Oh, okay. Also in einer Minute und sie hat ja nicht irgendwie Stress gehabt oder sonst was. Geht also absolut problemlos. Und vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Ich habe bislang Jahrzehnte nicht auf dem Fahrrad gesessen, aber was ich bemerkt habe, das kann ich Ihnen wirklich garantieren. Radfahren verlernt man nicht, auch wenn man 20 Jahre nicht mehr drauf gesessen ist. Und es macht noch mehr Spaß, als es mir als Jugendlicher gemacht hat, durch diese Unterstützung. Weil man kriegt so automatischen Grinsen im Gesicht. Ja? Sobald man drauf sitzt, die Unterstützung einschaltet, das macht man ja mit einem Daumendruck, und dann kriegt man diesen Schub. Und der wird Ihnen garantiert ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Und dann natürlich die Natur hautnah erleben. Und ich muss es nochmal betonen, für mich ist der Herbst die farbenfrohste und schönste Jahreszeit. Also abgesehen von den Temperaturen, aber von der Natur her auf jeden Fall.
Genau, und deswegen können wir ja jetzt auch die Natur genießen mit unserem Fahrrad. Das heißt, wir können wirklich durch die Walachei, wir können einfach irgendwo hinfahren, wo es uns gefällt, wo wir den Herbst und die Natur genießen können. Denn wir sind jetzt flexibel mit unserem E-Pedelec, weil wir nicht mehr Sorge haben müssen, dass wir irgendeine Steigung nicht schaffen können. Sie können die Natur jetzt noch viel mehr genießen als vorher und natürlich auch sowieso viel mehr, als wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind. Das heißt, wir können auch mal kleine Schleichwege fahren und uns wirklich die Herbstnatur mal angucken. Also ich habe ja mal einen Versuch gemacht. Und zwar habe ich hier von mir zu Hause ins Studio eine Wegstrecke von 8,4 Kilometer laut Navi. Okay. So, und die fahre ich ja jetzt seit einem Jahr tagtäglich. Mhm. Ja? Und jetzt bin ich dieselbe Strecke mal mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Ich habe eine komplett andere Welt entdeckt, weil das sollten Sie auch mal versuchen. Wenn Sie meinen, Sie kennen Ihre Umgebung, weil Sie da schon 7000 Mal mit dem Auto durchgefahren sind, fahren Sie einmal mit dem Fahrrad. Sie werden ganz neue Dinge entdecken, Sachen, die man einfach übersieht in der Geschwindigkeit, weil, das muss man auch sagen, Radfahren entspannt und entschleunigt. Richtig, und es ist gesund, Sie sind an der frischen Luft, Sie tun was für Ihren Körper, für Ihre Bewegung, für Ihre Fitness und Sie können sicher sein, wie wir es hier auch sehen im Film, wenn Sie mal, wirklich mal eine Steigung haben oder irgendeine Unebene haben, wo Sie sagen, das traue ich mir jetzt so mit dem normalen Treten nicht zu, dann schalten Sie eben den E-Motor an und dann trägt Sie das Fahrrad wie von selbst. Und auch wie wir das hier in dem Film so schön sehen von unserer Kati, man kann wirklich mal an Punkte kommen, wo wir mit dem Auto ja gar nicht hinkommen können. Ja, und das ist eben der Riesenvorteil. Auf diese Burg wird wahrscheinlich überhaupt keine Zufahrt sein, es sei denn für Lieferanten oder Forstverkehr. Und ich käme eigentlich mit einem normalen Fahrrad nicht auf die Idee, eine Burg zu besuchen. Weil was haben alle Burgen gleich? Sie liegen nicht im Tal, da fährt man nicht runter. Richtig. Man muss hochfahren, die sind immer auf dem Berg. Und das funktioniert natürlich mit einem solchen Fahrrad problemlos. Und das macht richtig Spaß. Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Es ist ein klappbares E-Bike, also ein Pedelec, ein elektrisch unterstütztes Fahrrad, das führerscheinfrei ist, das versicherungsfrei ist, das aber eine Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometer zulässt. Und wir haben einen sensationellen TV-Sonderpreis mit 569,95 Euro. Das muss ich noch mal sagen. Dieser Preis sucht seinesgleichen, weil vielleicht haben Sie auch schon mal so einen Prospekt von einem Fahrradhändler im Briefkasten gehabt. Da fängt es beim vierstelligen Bereich an, um die 1000 Euro, wenn es mal ein Sonderangebot ist. Und dann geht es nach oben, möchte ich jetzt gar keine Zahlen mehr nennen. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie dann zwei Fahrräder kaufen wollen, dann sind Sie richtig viel Geld los. Oh, also ja. Das ist wirklich fantastisch hier heute. Und ich wollte Ihnen eben noch mal zeigen, wir haben hier so ein kleines Ampelsystem. Damit schalten Sie ganz problemlos eben Ihren E-Motor an und haben eine Anzeige. Das zeigt Ihnen also automatisch an, wie viel Kraft und Stoff sozusagen noch da ist, wann Sie im Prinzip damit rechnen müssen, dass Sie wieder aufladen müssen. Also bequemer, einfacher geht es nicht. Und da macht Fahrradfahren wieder oder erneut Spaß. Und ich möchte Sie gerne mobilisieren und motivieren, wieder mal Fahrrad zu fahren. Denn mit diesem Fahrrad wird es Ihnen wieder Spaß machen. Und Sie sind sicher, dass Ihr Körper wirklich nicht außer Atem kommt, sondern Sie können wirklich individuell alle Wege meistern. Das ist ja auch so, da hast du absolut recht mit dem körperlichen Anstrengung. Ich bin jetzt auch in einem knackigen Alter, weil jeden Morgen knackt es woanders, vor allem bei mir. Und da muss ich sagen, mit einem normalen Fahrrad würde ich mir längere Strecken überhaupt nicht zutrauen. Ja. Weil ist zu anstrengend für die Knie, ich habe da Angst, mehr kaputt zu machen. Das kommt halt, die Jungen, die 20-Jährigen, die jetzt zuschauen, werden auslachen. Was redet der alte Mann da? Aber die in meinem Alter und älter, die wissen genau, wovon ich rede. Ja. Sie wissen es auch mit Sicherheit. Aber hier ist das kein Problem, weil die Bewegung, die ist ja immer gesund, nur die Kraftanstrengung sollte man vermeiden. Und genau das wird mit so einem Pedelec gemacht. Richtig. Und wenn wir dann ankommen mit unserem E-Pedelec und die anderen kommen schweißgebadet meinetwegen an der Burg an, ja, dann haben wir ein gutes Gefühl und man wird uns bewundernd anschauen und sagen, wow, die sehen jetzt nicht so durchgeschwitzt aus wie ich, aber wir haben genauso Sport gemacht. Denn wir können ja hin und her schalten. Wir können uns bewegen, wie wir wollen und können uns unterstützen lassen, wenn wir meinen, jetzt müssen wir das Schonprogramm einschalten. Also besser kann es nicht sein und das ist eben auch noch die Möglichkeit, dieses E-Pedelec mit unterwegs zu haben, in den Urlaub, auf die Campingreise, wo auch immer Sie hinfahren. Das ist wirklich richtig, richtig bequem. Aber lass uns mal über einen Campingplatz reden. Normalerweise fährst du, jetzt geht man mal von einem Wohnmobil oder Wohnwagen aus, auf den Campingplatz, stellst dort dein Wohnmobil ab. Ja. Und dann ist es ja richtig schwierig, wenn du irgendwo hin willst, nur zum Einkaufen, 5 Kilometer weg, ja, dann musst du ja das Wohnmobil wieder ausparken. Richtig. Aber mit dem Fahrrad, mit im Gepäck, einfach ausklappen. Und jetzt kannst du auch mal um den See, wenn du an einem See bist, rumzufahren. Und du musst eben am Auto überhaupt keinen Gepäckträger oder Dachgepäckträger montieren und noch extra Kosten, die extra Kosten verursachen.
verursachen und einen wesentlichen höheren Spritverbrauch, sondern das kommt in Kofferraum, wenn Sie einen Caravan haben oder einen Mittelklassewagen oder in Wohnwagen bzw. ins Wohnmobil, da ist ja genug Platz. Und am Zielort, da mache ich es eben wieder raus. Und das ist eben die Flexibilität und die Freiheit, die man dann auch im Urlaub haben möchte. Und wenn man so eine lange Reise hinter sich hat mit einem Wohnmobil oder mit einem Auto, dann hat man doch auch Lust, sich irgendwie zu bewegen. Und dann packen Sie Ihre E-Pedelecs aus und fahren einfach schon mal in dem Urlaubsort oder am Zielort umher und erkunden die Gegend. Das ist doch wunderbar, gerade wenn man zum Beispiel jetzt 8, 9, 10 Stunden unterwegs gewesen ist. Ja, immer noch mal ein bisschen frische Luft tanken und sich bewegen, das können Sie dann eben sofort. Weil jeder Fahrradverleih würde geschlossen haben. Und das ist natürlich auch sehr teuer, wenn man das am Ort leiht. Ja, und erinnern Sie sich doch jetzt mal an Ihre Jugend. Als Sie das letzte Mal Fahrrad gefahren ist, auch wenn es 20, 30, 40 Jahre her ist, das hat doch Spaß gemacht. Das hat uns immer Spaß gemacht. Man ist da ganz gut drauf. Ich glaube, man kann schlecht gelaunt gar nicht Fahrrad fahren. Ja? Man ist gut drauf. Natürlich, wenn man dann in Regenschauer reinfährt, dann ist man im Moment ein bisschen stinkig, aber nachher lacht man drüber. Auch das macht Spaß. Es ist also Spaß pur und die Natur, die tut uns allen gut. Man holt tief Luft, man erlebt etwas hautnah. Das ist jetzt natürlich im Frühling, da stehen die Kirschbäume in Blüte, aber genauso schön, oder ich finde sogar noch ein klein wenig schöner, ist die Natur auch im Herbst. Und jetzt, du hast es eingangs gesagt, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, jetzt ist es eben nicht mehr 35 oder 40 Grad heiß. Nee. Jetzt kann man sich auch ohne Probleme zu bekommen durch die Hitze aufs Fahrrad trauen und jetzt eben mal einen schönen Wochenendausflug machen, wenn man das möchte. Und das mit, ja, wirklich mit hautnahem Erleben der wunderschönen Natur. Richtig, ganz gesund, ganz gelenkschonend für diesen tollen Preis und natürlich auch individuell zusammenklappbar ins Auto auf die Reise mitzunehmen und vor allem eben auch mal eben, das finde ich eben so schön, dass man das mit diesem Fahrrad machen kann, eben mal Schleichwege fahren, eben so unbekannte Wege abfahren, weil wir uns darauf verlassen können, dass wir jeden Weg schaffen können, ja, dass wir nicht mehr Sorge haben müssen, vielleicht kommt da noch ein Berg oder eine Steigung, die ich nicht schaffe. Ich kenne nämlich viele, die Fahrradfahren aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich weiß immer nicht, was mir unterwegs begegnet. Also setze ich mich doch wieder ins Auto. Aber das ist natürlich viel besser, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren. Ja, natürlich, weil man die Natur hautnah erlebt. Jetzt möchte ich auch mal die Wanderer unter Ihnen ansprechen. Ich weiß, Wandern ist auch wunderschön, aber seien Sie mal flexibel. Beim Wandern, wie viele Kilometer schafft man da bei einer Radtour oder bei einer Wandertour? Ja. 5, wenn man gut ist, 10 Kilometer. Mhm. Ja? Also bist du immer unglaublich begrenzt. Hier haben wir 28 Kilometer ununterbrochene elektrische Unterstützung, so wie Sabine vorhin gesagt hat. Aber ich fahre ja nicht die ganze Zeit elektrisch unterstützt. Das heißt, ich kann Touren von 40, 50 Kilometern problemlos einplanen. Absolut. Und dann habe ich eben mal das Zehnfache, die zehnfache Reichweite wie beim Wandern. Und ich glaube, das ist auch mal wirklich so ein kleiner Punkt, wo man sagt, komm, nicht wandern, jetzt fahren wir auch mal Fahrrad. Weil mit so einem E-Bike ist es eben für jeden möglich. Das macht einen auch so stolz, finde ich, wenn man sagt, ich habe mich einfach mal selbst übertrumpft. Ich habe vielleicht sogar im etwas höheren Alter mehr Kilometer geschafft mit dem Fahrrad als in jüngeren Jahren. Also im Prinzip kann man dann eben ja sich auch noch im Älterwerden steigern mit dem Sport. Und das finde ich ganz toll. Und auch nochmal das Thema, dass wir uns mit den Kindern und Enkelkindern wieder messen können und dass wir diesen Spaß in der Familie zusammen haben und nicht Oma und Opa irgendwo wieder abholen müssen, die vielleicht mit dem Auto fahren mussten und wir sind als Jüngere mit dem Fahrrad gefahren, sondern alle können gemeinsam eine Fahrradtour machen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz toll, weil die Familie komplett davon genießen oder daran genießen kann. Und hier sehen wir nochmal in unserem Zuspieler dieses edle Design, diese schöne, schicke, hochwertige Aufmachung. Also es sieht wirklich nicht nur schick aus, sondern es ist praktisch, es macht gute Laune, es macht Mut auf neue Wege und es schafft eben auch eine neue Gemeinsamkeit in der Familie. Ja, und Sie bekommen das mit der Bestellnummer NX9510 und der 5699. Natürlich Komplettset, Akku ist dabei, Ladegerät ist dabei, alles vormontiert. Das heißt nur noch werkzeuglos, Endmontage und los geht's. Und wenn Sie jetzt gleich bestellen, können Sie schon am nächsten Wochenende die nächste Tour machen oder Ihre erste Tour. Überlegen Sie sich schon mal, wo die hingeht, weil es ist wunderschön, jetzt im angehenden Herbst die Natur zu erleben und dann im goldenen Oktoberabend. Aber auch wenn es nicht zu arg schneit im November und im Dezember. Nutzen Sie die Gelegenheit jetzt mit diesem einmaligen Sonderpreis. Und wir beide wünschen Ihnen dann viel Spaß bei Ihrer ersten Radtour. Genau.